よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koske und willkommen zurück zu Digimon Storyteller, was läuft. Das letzte Mal hatte ich zwei Aufgaben auf diesem Tafelfeld erledigt. Und zwar sollte ich nur von Aquilamon und Wizardmon jeweils in Kaulon in zwei verschiedenen Ebenen ihr wertvolles Ding suchen und wieder zurückgeben. Die jetzt neu sind, ja, das war wirklich im letzten Part so die Beschreibung, ihr wertvolles Ding. Was es genau war, wissen wir nicht. Ich möchte es auch nicht erfahren. Ist mir Schnuppe, was es war. Jedenfalls haben wir noch drei Aufgaben hier, die noch zu erledigen sind. Ich werde zuerst den Ein-Sterne-Auftrag machen. Gesuchter Hacker. Mirei ist das. Gesuchter Hacker hat den Monsterkönig in Kaulon Ebene 2 gefunden. Ja, dann nehmen wir da mal los. Ja, ja. So, Mirei, was willst du denn, du auch? Huch, du bist umhergelaufen, hast dich verirrt. So wirkt es jedenfalls. Wieder einmal läuft uns die Zeit davon. Vielleicht solltest du dich um deinen richtigen Job kümmern, Cyberdetektiv. Wenn du dich wieder verirrst, komm ruhig zurück. Aber du hast doch uns eine Aufgabe gegeben. Nicht mal Tipps oder so, du... Du Anastasia... Wieso sage ich eigentlich du Anastasia? Ich bin doof. Du nicht scary so. Wieso wird mir eigentlich noch Zentralkrankenhaus angezeigt, wenn ich das nicht mehr benötige? Oder, naja, doch, ich glaube, das kommt noch irgendwann dazu. Falls dann irgendwas Wichtiges ist. So, Eden. Nope. 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 Yes. So, wir sollen jemanden suchen. Sollen wir jetzt alle hier ansprechen oder was? Kaulon gehört zu den Hackern, den starken und schlauen und harten. Und die einzige Regel hier ist, dass es keine Regel gibt. Ich habe mich gerade nur ganz leicht, aber wirklich ganz leicht erschrocken, als wir hier gerade von diesem Blödmann hier konfrontiert wurden. Hier, kriegst Megafeuer. Betäubungsheilung. Ich spreche einfach jetzt jeden an. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal gehabt, alle Texte. Ich denke mir nicht, dass hier irgendwas Neues ist. Die lasse ich jetzt mal weg. Oh, seid ihr süß! Stirbt! Gut gemacht, Wasmon! Boah, ernsthaft? Na, wenigstens ist jetzt von jedem jetzt alles wieder voll. Auch die Dings, die Mana-Leiste, sage ich jetzt mal.
So, ihr Qualquappen. Stirb! Oh, was? Die halten ja ein bisschen mehr dazu. Oder war einfach der Angriff zu schwach? Ja, dieser Doppelangriff war zu schwach. Immer schön die Kämpfe mitnehmen. Auch wenn ich vor einigen Parts einige weggelassen habe. Aber Kämpfe sind wichtig, damit die halt leveln. Oh nein, der gehört ja zu Mutter Natur. Oh komm, den Pups kannst du mitnehmen. Ich hoffe wirklich, ich muss nicht jeden ansprechen. Ich spreche mal kurz diesen hier an und dann gehe ich zu dem nächsten Abschnitt. Also Citramon ist irgendwie schwach. Aber vielleicht ist es einfach nur... wahrscheinlich sind nur seine Standardattacken schwach. Also ein ganz normaler Angriff. Dann spreche ich jetzt mal jeden an. Den habe ich gerade. Dann kommt erstmal der nächste. Ja, so macht er viel mehr Angriff. Was wohl der Angriff Schock bedeutet bei Nanimon. Ah, das ist sehr gut. Das sah einfach so bescheuert aus. Ey, was guckt der Butch? Wasser. Dieser Angriff war gut. Aber die ganze Ladung voll ins Gesicht. Ah.
Wenigstens kriege ich Items. Aha. Da ist der Hacker von der schwarzen Liste. Ja, natürlich sprechen. Mit diesem Digimon werde ich der stärkste Hacker aller Zeiten. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, wird sehen, was er davon hat. Monsterkönig. Oh, Impmon und... Geißen die? Gapsimon? Gapsumon? Keine Ahnung. Gapsimon. Ach nein, ich wollte doch Fertigkeiten machen. Impmon wurde erledigt. Hier, wird mal was Spannendes sehen von Nanimon? Das wird dich schocken. Ah, das ist eine Betäubung. Krass. Hier, eine Wasserladung. Eigentlich sind die drei auch sehr gut. Allerdings sind sie nur wenig gelevelt. Okay, ich sehe jetzt Level 18, 18 und 19. Gut, die beiden sind gerade aufgestiegen. Mist, ich muss wohl noch viel lernen. Aber ich gebe nicht auf. Auf keinen Fall. Ich trainiere meine Digimon und komme wieder. Warte es ab. Der Hacker hat jetzt Reue gezeigt. Es wird Zeit, wieder ins Büro zu gehen und Bericht zu erstatten. Ich lese gleich die Nachrichten, sobald ich aus der Aktion raus bin. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich gleich da lang gegangen. Aber gut, man kann es nie vorher wissen, wo was ist. Achso, jetzt laufe ich total falsch. Ernsthaft? Nicht genug eine Wasserladung bekommen? Meinetwegen hier. Naja, soll ich diesen ganzen Weg laufen? Ich wollte gerade da oben abbiegen, aber... Dann wäre ich wieder total falsch abgebogen. Ich sag doch mindestens 2-3 Mal werde ich noch hier konfrontiert von anderen Digimon. Oder? Hätte ich bloß nichts gesagt. Aber wir sind oder so jetzt hier am Ende. Was sagt der Status zu allen? Geht, nur Citramon hat nur 6. Von der SP hat er nur noch, hat er nur minus 6 hat. Ansonsten sind alle okay. So, wer hat mir was geschrieben? Und warum? Und weshalb? Zuckermon. Einer von euch Detektiven kann mir beim Ermitteln helfen. Stimmt das? Mann, ich trick immer falsch. Ich bin noch in der Ausbildung. Vielleicht kann ich dir beim Ermitteln helfen. Heute ging es früh los. Ich hatte kein Frühstück. Da kann ich nicht schimpfen. Ich habe zuerst kurz Impfen gelesen. Stimmt, Impfen und Schimpfen sind ja fast identisch, genauso wie mehr und mehr und so weiter. Das ist mir eigentlich vorher noch gar nicht aufgefallen. Also jetzt gerade.
Hallo Mädchen. Ich bin durchgeknallt wieder. Nein, ich will nicht rein. Okay, ich höre schon auf. Yay. Wie sehr hast du dich für Mira ins Zeug gelegt? Ihr zwei entwickelt langsam eine einzigartige Dynamik, wenn ich das so sagen darf. Na, wir werden später heiraten. So, die nächste Aufgabe ist die Zwei-Sterne-Aufgabe. Ich mache immer nach Sternensystem. Von einfach bis schwierig. Ich bin kein Blumentyp. Heißer Typ. Shinjuku, auf meinem Handy sind alle diese Fotos von Blumen gespeichert. Ich lösche sie, aber sie kommen immer wieder. Hilfe! Agumon-Medaille. Wer war nochmal Agumon? Kenne ich überhaupt das Digimon? Shinjuku, ja. So heißt es ja auch wieder nicht. Ach, du bist der Detektiv, der sich um meinen Fall kümmert. Können wir darüber reden? Es ist dringend. Auf diesem Handy sind so viele Fotos von Blumen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, sie gemacht zu haben. Unheimlich, oder? Vielleicht wurdest du einfach auch gehackt. Neulich wollte ich einer Freundin von mir ein Foto von meinem Hund zeigen, aber auf meinem Handy waren nur Blumenfotos. Komisch, was? Was ein Grinsen, Alter. Meine Freundin hat gefragt, ob ich auf Blumen stehe. Sie war total verwirrt, aber echt mal, ich mag keine Blumen. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass irgendwer mein Handy benutzt hat, ohne dass ich dabei war. Von Hacking hast du nie erfahren, oder? Ich habe mein Handy immer dabei, aber ich finde immer mehr Fotos. Ich will, dass das Problem behoben wird, aber ich weiß nicht, woran es genau liegt. Was meinst du? Es könnte eine Fehlfunktion. Vielleicht ist hier ein Geist am Werk, vielleicht schlafwandelst du. Wovon redest du? Ich bin völlig normal. Was? Du willst einen Hintergrundcheck über mich durchführen? Reine Zeitverschwendung. Wirst du dich darum kümmern, wenn ich dir den Fall überlasse? Mann, er ist sich heiß. Ich habe keine Leichen im Keller. Du kannst prüfen, was du willst. Es ist mir egal. Dann zieh die Hose runter. Ich brauche ein bisschen Views. Oh, ich mag diese Musik. Und dann noch das Rup, 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 wenn er läuft. Giftheilung erhalten. Ich werde kurz zwischenspeichern. Digitalraum 12, okay. Zwei Wege. Ich gehe erstmal diesen Weg. Hey, das ist doch, wie heißt sie? Nicht Lalamon, sondern das ist die Weiterentwicklung in Ultra-Level von Pokémon. Ach, wie heißt sie nochmal? Heißt sie doch. Nee, Lalamon war dieses andere Blumenteil da, oder? Wie heißt sie nochmal? Lilimon? Wormon und Palmon konfrontieren mich. Hier, du bist ein Insekt. Und die Pflanze verbrennen wir. Mann! Ah, Tannemann war der Name. Wusste jetzt auch nicht mal von denen die Namen. Hier, kriegst du einen Schocker. Was?
Ich gehe kurz zurück und schau mir das andere mal an. Denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es ein Rückweg ist. Ich könnte natürlich auch die Mission jetzt abbrechen, aber ich bin kein Eierloch. Ha! Ich sollte mal ein bisschen was von meinem Cappuccino trinken. Von meinem Cappuccino. Na, drückt doch schon ein Kreuz. Das sieht immer so albern aus, so plopp. Nicht, dass er irgendwann mit dem Fuß umknickt und dann da runterknallt. Mann! Hier. Kurz soll ja ein bisschen gut sein für. Ist es jetzt euer Ernst? Das ist sowas von unnötig. Kurz soll ja ein bisschen, also als Dünger müsste verwendet werden, also wenn man rein Bio machen möchte. Soweit ich mich erinnere. Okay. Falls irgendwas schief gehen sollte, werde ich nochmal kurz speichern. Na dann halt Nasenbruch. Lilimon war das. Und wie wäre es mit dieser Perspektive? Okay, hier kommt das Vögelchen. Ja, das sieht gut aus. Genau richtig. Wenn er die sieht, wird er mich auf jeden Fall toll finden. Die ist ein bisschen gaga. Hä? Wer zur Hölle bist du? Was mache ich? Na, offensichtlich mache ich ein Foto von mir und speichere es auf diesem Handy. Was? Aufhören, Selfies zu machen? Niemals. Da müssen wir dich lebend verbrennen. Hier. Nein! Ich bin so ein Trottel. Das war ja wie meine eigenen Verbündeten. Das hat sowas von dir. Ah, das ist auch geil. Was? Verbrenne! Nicht zu fassen, ich habe verloren. Was, der Besitzer des Handys mag meine Fotos darauf nicht? Ach, was hat er denn über mich gesagt? Dass ich niedlich oder hübsch bin, oder? Nichts Besonderes, er fand sie irgendwie süß. Er fand dich irgendwie süß. Seine Freunde könnte denken, dass er Blumen mag. Was, deine Freundin? Wer ist sie denn? Wer zum Teufel ist sie? Wie war sie denn so?
Ist sie süßer als ich? Sag schon. Oh, ich wusste nicht, dass er die Bilder nicht mag. Ich hatte gehofft, dass sie ihm gefallen und er mich dann mag. Verstanden, wenn er sie nicht mag, höre ich auf, die Fotos zu speichern. Aber meine Anwesenheit hat ihm nichts ausgemacht. Ich will nämlich wirklich nicht weg. Ach, das bedeutet also? Ich kann hierbleiben und immer auflegen, wenn er von Frauen angerufen wird? Hihi, ich leg dich nicht mit einem verliebten Mädchen an. Was, du hast den Fall gelöst? Was, ein Digimon hatte sich in mich verliebt? Ein Digimon? Aber ist das nicht eine Art Virus? Willst du sagen, dass mein Handy gehackt wurde? Mein Handy war so schlimm infiziert, bitte sag mir, dass du alles komplett entfernt hast. Was, es ist harmlos und schadet meinem Handy nicht? Was, der Virus? Das verstehe ich nicht, aber wenn es harmlos ist... Was, das war noch nicht alles? Hä? Das Digimon könnte meine Telefonate mit Frauen beenden, wenn es eifersüchtig wird? Dann ist es ja doch nicht harmlos. Liebt dieses Digimon mich wirklich? Es macht Fotos von Blumen, wird eifersüchtig. Was für ein süßer Virus. Ich werde ihn nicht löschen. Frauen interessieren mich eh nicht. Gut. Ich mag nämlich nur Typen. Gut, dann haben wir das geregelt. Das Damco, dass sie sich überhaupt das getraut haben, das jetzt mit reinzumachen. Richtig Respekt. Nicht nur Frauen, auch Viren stehen auf mich. Ich muss ein echt hübscher Kerl sein. Na hier, Scary Randa, los. Ist das nicht. Und du kannst nicht einfach vor Firmenpräsentationen davonlaufen. Du wirst nicht gefeuert. Ja, du wirst noch gefeuert. Die U-Bahn-Station für Chinoko, die ist gleich die Treppe da herunter. Ich habe hier etwas Unglaubliches gesehen. Und als ich es meiner Schwiegertochter erzählt habe, hat sie mir nicht geglaubt. Ich habe eine Kommissarin gesehen, die als Streifenpolizistin verkleidet war. Außerdem war sie grob. Der ist traurig. Hab ich gerade etwas gesehen, was ich nicht hätte sehen sollen? Spanner. Gut, damit ist wieder ein Fall gelöst worden. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich bin gespannt, was die letzte Mission sein wird, also was mich dort erwartet. Schließlich ist das Level 3 und da werde ich dann halt... Was macht ihr denn jetzt hier? Denn schließlich hat es 3 Sterne und da werde ich dann halt die anderen 3 Digimon mitnehmen. Der abonniert die anderen und abonniert dafür mich, dann bei mir ist alles frisch. Ansonsten sage ich hier nur noch Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.